Grüß euch, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um meine Sachen, die ich aufgebraucht habe. Die habe ich alles hier drin gesammelt und das wollte ich euch jetzt heute hier zeigen und halt auch sagen, wie ich die Produkte fand, ob ich das weiterempfehlen würde und ob ich das noch einmal kaufen würde. Dann fangen wir mal an. Und zwar, hier habe ich einmal von Shiseido, das Reinigungsschaum war das, oder? Ne, Reinigungscreme ist das. Riecht auch sehr gut. Ich liebe Shiseido-Produkte. Ich bin davon sehr, sehr begeistert. Und ich würde das definitiv nachkaufen. Nur eben halt, die kosten auch ganz schön. Und ja, mal gucken, wann ich mir die nachholen werde. Also die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich hier von Rossmann, wie heißen die? Rival de Loup ist das? Nagellack-Schnelltrockner Spray mit Rosenduft. So sieht das aus. Ich benutze immer wieder verschiedene. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt. Bring mal noch einmal näher. Das ist die eine. Und das ist der Nagellack-Schnelltrockner. Und ja, auf jeden Fall, Nagellack-Schnelltrockner kann ich nur jedem weiterempfehlen. Duft hiervon fand ich nicht so ganz toll. Es roch unangenehm, also für mich. Und würde ich das nachkaufen, ehrlich gesagt, vielleicht würde ich das nachkaufen. Und wenn ich das nicht nachkaufen würde, dann eben nur wegen der Duft. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Davidoff Cool Water, das Rosenduft, Cire Rosé, Shower Breeze ist das, sieht so aus, der riecht auch sehr gut, angenehm und man braucht wirklich davon ein klein bisschen zu nehmen und das schäumt sich sehr viel und Kaffee aus. Abbekommen. Also falls ihr Rosenduft mögt, kann ich euch das nur weiterempfehlen. Dann habe ich hier einmal Make-up Foundation und zwar das von Avon, aber welche das ist, kann ich euch leider nicht sagen. Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erwähnt habe. Avon Cosmetics. Kosmetik finde ich halt gut, aber was Make-up betrifft, kann ich leider nicht weiterempfehlen. Ich habe damit nur schlechte Erfahrungen gemacht. Zu Hause habe ich noch einige Avon Make-up Foundation, die ich halt aufbrauchen werde. Und ehrlich gesagt, davon bin ich auch nicht begeistert. Und als nächstes habe ich hier von L'Oreal Revital Lift 10. Total Repair, Lichtschutzfaktor 20, das ist Feuchtigkeitspflege, sieht so aus, so ein kleines Pröbchen ist das. Also viel dazu kann ich leider nicht sagen, weil das nur so eine kleine Tube ist. Riechen tut es gut und Wirkungen konnte ich leider nicht sehen, und, aber die zieht ganz schön ein. Kann man sehr gut auch unter Make-up benutzen. Dann habe ich hier zweimal von Swiss Opal Haarkur, einmal grüner Apfel und einmal Kaschmir Haarkur. Und die benutze ich auch sehr, sehr gerne. Benutze ich auch immer wieder verschiedene Produkte davon. Und die benutze ich auch in der Woche nur einmal. Also Spülung alle 2 bis 3 Tage und Haarkurpackung und so benutze ich in der Woche einmal. Dann habe ich hier von Colgate Pro Zahnfleisch Pro. Ne, Colgate Total Pro Zahnfleisch. Ist mit Clinch erwiesener Rundum Zahnfleischschutz. Mundwasser ist das. Und die hatte ich gewonnen bei so einem Gewinnspiel. Und ja,
das Mundspülung ohne Alkohol, aber allgemein Mundspülung mag ich überhaupt gar nicht. Die schmecken ekelhaft. Da kann ich euch leider nichts sagen, weil ich mag das einfach nicht, was Mundspülung betrifft. Dann habe ich von Aussie Miracle Shine Shampoo. Sieht so aus. Schäumen tut es sehr gut. Riechen tut es auch sehr angenehm. Aber Wirkung von wegen hier Schein, Glänzen stimmt überhaupt gar nicht. Und mir ist aufgefallen, immer, wie soll ich euch das sagen? Am Anfang war das halt super und danach halt nicht. Die Haare, die fühlen sich ganz, ganz anders an. Ich habe mir davon noch eins geholt, weil am Anfang fand ich das wirklich toll. Aber mittlerweile ist es bei meinen Haaren so, dass ich auf jeden Fall alle zwei Tage definitiv meine Haare waschen muss, weil die fetten sich sehr, sehr, sehr schnell. Ich gehe mal davon aus, dass damit was zu tun hat. Dann als nächstes habe ich hier von Balea Diamantentraumdusche. Das war Limited Edition. So sieht das aus. Riechen tut es sehr gut. Und ich weiß überhaupt gar nicht, ob die immer noch gibt. Falls ja, ich würde die auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier Skin So Soft von Avon ist das. Soft and Smooth. Das ist haarreduzierende Body Lotion, nennt man das. So sieht das aus. Den habe ich auch sehr oft benutzt und ehrlich gesagt, am Anfang merkt man da überhaupt gar nichts. Aber wenn man das auf Dauer benutzt, längere Zeit, man merkt schon, dass da Haarverminderungen sind. Und die Haare, die kommen auf jeden Fall viel, viel, viel später. Dann habe ich hier von Aro Senses Mastique Dörrrolle. So sieht das aus. Die riecht auch sehr angenehm. Und ja, ich find die gut. Die gibt es auch in verschiedenen Varianten, also Duftrichtungen. Ich sage euch mal so, wenn euch zu warm wird und falls ihr Personen seid, die halt schwitzen tun und danach unangenehm riechen, also hier tut ihr definitiv nichts, riecht ihr überhaupt gar nichts, weil eine Freundin von mir, die benutzt das auch und sie ist jemand, die extrem riecht, aber sie meinte halt, seitdem sie das hier benutzt, auch wenn sie schwitzen tut, dass sie überhaupt gar nichts riechen tut, außer Duft von diesem Deo-Roller. Also die ist wirklich sehr gut. Das kann ich nur noch weiterempfehlen. Sieht so aus. So. Dann habe ich hier von Essence, Herbal Essence viel Feuchtigkeitsintensivmaske für die Haare. Das Orchideen und Kokos Exakten. Und mal gucken. Naja, so sieht das aus. Riechen tut es auch sehr angenehm und die habe ich auch in der Woche ein bis zweimal benutzt gehabt. Und ehrlich gesagt, damit war ich auch sehr zufrieden. Und ob das immer noch gibt, das weiß ich überhaupt gar nicht. Aber ich bin mir 100% sicher, dass von Essence diese Haarpackungen auch gibt. Ich glaube, falls ich mich nicht täusche, die sind aus dem Aktion raus. Aber da sind halt die neuen. Und die würde ich dann mir anschauen und den entsprechend auch kaufen. Dann habe ich hier einmal vom Wellness and Beauty Massageöl, das mit Aprikose und Mandel entspannt und wohltuend von Rossmann ist das. So sieht das aus. Und die fand ich auch sehr gut, wenn ich mal ausgegangen bin oder Kurzärmel angezogen hatte oder kurzen Short oder Rock. Die habe ich immer wieder drauf getan und ja. Ich war damit sehr zufrieden und ich würde das auf jeden Fall nachkaufen. Die habe ich auch schon mal für meine Haare verwendet. Dann habe ich hier von Garnier Natural Beauty Spülung mit Arganöl und Cranberry. Tiefenpflege und Farbschutz. Ist extra für koloriertes oder gesträhntes Haar. Sieht so aus.
Die riecht wirklich sehr, sehr, sehr gut und angenehm. Und das habe ich extra deswegen geholt, weil das mit Arganöl ist. Und Arganöl ist allgemein wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und das könnte ich nur noch weiterempfehlen. Und wenn ich das nachkaufe, dann werde ich das definitiv mit Haarshampoo davor zusammen kaufen. Als nächstes habe ich hier einmal von Sensodyne. Täglich Pflege für schmerzempfindliche Zähne ist das. Und ja, so sieht das aus. Und da kann ich euch leider nichts sagen, weil ich jedes Mal verschiedene Produkte, Zahnpasta mehr hole. Und welche gut sind, da kann ich euch leider nicht sagen, weil für mich sind die alle gleich. Dann habe ich hier einmal von Essence Multi Action Black Mascara. Sieht so aus. Die habe ich auch fast aufgebraucht. Leider konnte ich das nicht bis zum Schluss aufbrauchen. Falls ihr fragen solltet, wieso und weshalb. Die ist mir halt kaputt gegangen. Und ja, damit war ich zufrieden. Ich persönlich war damit zufrieden gewesen. Damit konnte ich sehr gut meine Wimpern tuschen. Und ja, ich weiß nicht, ob die immer noch gibt. Keine Ahnung. Dann habe ich hier einmal von Max oder Toilette. Aber welche das ist, weiß ich nicht mehr. Sieht so aus. Vielleicht kennt ihr und wisst ihr, welche Produkt das war. Riechen tut es sehr leicht und frisch, würde ich mal sagen. Und ich würde das, ich sag mal so, das wäre mehr was für Sommer. Dann habe ich hier einmal von S. Oliver Woman. Sieht so aus. Der ist eher riecht eher sportlich und ich mag ehrlich gesagt keine sportlichen Düfte. Das hat ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich persönlich würde das nicht kaufen und ja, ist Geschmackssache. Dann habe ich von BU Nagellackentferner. Der habe ich mir gekauft. Bei Douglas hat ich mir die bestellt gehabt und ehrlich gesagt, so sehr begeistert war ich damit nicht gewesen. Und ich persönlich finde, die von Drogeriemarkt sind viel, viel besser als das, weil die sind ja auch etwas teuer. Man kriegt halt für maximal für 1 Euro bessere. Also ich sag mal, rausgeschmissenes Geld. Lieber Drogeriemarkt. Dann habe ich hier einmal von Garnier Fructis Duo-Effekt-Pflege. Mit Ölrepair ist das. Sofort Entwirrung und Tiefenreparatur ist das für trocken strapaziertes Haar. Seitig und Rekordglanz nicht beschwerend, nicht fettend versprechen die. Sieht so aus. Am Anfang muss man die richtig fest schütteln. Die habe ich immer wieder benutzt gehabt, nachdem ich meine Haare zu Ende geglättet hatte oder geföhnt hatte. Damit habe ich mir immer wieder Glanz reingebracht gehabt plus Pflege und das ist eine Sache, wie soll ich euch sagen, ich benutze regelmäßig Haaröle, Haarpflege und die ist wirklich auch sehr, sehr, sehr gut. Das Einzige, was negativ daran ist, dass es zum Sprühen ist und wenn ich immer wieder drauf gesprüht habe und dort entlang gelaufen bin, war halt immer wieder Rutschgefahr gewesen. Nicht nur für mich, auch für die kleinen Kinder und halt für meine Eltern. Also deswegen, ich sag mal so, wenn man so zum Sprühen benutzt, da muss man auf jeden Fall Boden einmal durchwischen. Ansonsten, wie gesagt, Rutschgefahr. Dann habe ich hier einmal von Cosline meinen zweiten Concealer, die ich aufgebraucht habe. So. Die finde ich auch sehr gut, nur halt das Einzige, was ich daran nicht so gut fand, ist, die sind eher fester und nicht flüssiger. Die lässt sich nicht so ganz einfach wie die alle anderen verarbeiten. Ansonsten finde ich die wirklich sehr gut. Und ob ich das nachkaufen würde? Nein, sag ich mal so. Dann habe ich hier von Bamboo Colorholz. Einmal Haarshampoo, Conditioner und Haarmaske. Ups, die hatte ich auch im Douglas Box drin gehabt. Sieht so aus.
Und riechen tut es nach Pfirsich, würde ich mal sagen. Und dazu kann ich leider nichts sagen, weil nur einmal verwendet, das wär's. Bei solchen Produkten muss ich halt längere Zeit längere Zeit benutzen, damit ich auch meine Meinungen äußern kann. Dann habe ich hier einmal von Colgate Total Pro Interdental mein Zahnpasta, verbraucht so eine kleine. Und dann habe ich hier von Clarins einmal Tagescreme und einmal Nachtcreme. Sieht so aus. Und dazu kann ich leider auch nicht vieles sagen, außer wie die riecht. Und riechen tut es angenehm. Und die ist sehr flüssig, aber die zieht auch sehr schnell ein und hinterlässt sehr frischen Teint. Das ist das einzigste direkte Eindruck von mir gewesen, wo ich halt das gesehen habe, nachdem ich das aufgetragen hatte. Und ganz zum Schluss habe ich hier so ein hilfiger Duftprobe. Und zwar, das hat sich von meiner lieben Freundin Manuela zugeschickt bekommen gehabt. Und ich bin direkt verrückt nach diesem Duft geworden. Und das hat sie ihr auch gesagt. Das muss ich mir definitiv kaufen. Und falls ihr euch mein Video angeschaut habt, sie hat mir das zugeschickt und hat mir das als Geschenk geholt. Und dafür habe ich mich auch riesig gefreut. Ja, und das würde ich definitiv jeden, aber wirklich euch allen weiterempfehlen. Die hält ziemlich lange. Duft verschwindet nicht so leicht. Die hält 2 bis 3 Tage. Ich persönlich war damit sehr begeistert gewesen. Ich wurde auch sehr oft darauf angesprochen, welche Duft ich halt drauf habe. So, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.